Millionen Jugendliche üben sich derzeit im Überlebenskampf. Nur wer andere abknallt, überlebt, zumindest online. Okay, schön und gut, aber stimmt das auch? Handlanger und ich haben den ultimativen Test gemacht, nämlich die Ohne-Waffen-Gewinn-Challenge. Das Ende ist einfach wild. Handlanger ist hier gelandet und ich bin in Flash Factory gelandet. Zu meinem Glück ist keiner mitgekommen. Ich habe Flash Factory dann durchgelootet und bin danach zu Hydro 16 gemoved. Das Ding ist nur, ich bin sehr schnell da abgehauen, weil da Steps waren und ich hatte keinen Bock auf einen Fight. Ich habe mich verdeckt am Rand der Zone gehalten und habe dann noch die Skihütte gelootet. Ich habe mich weiterhin sehr am Rand der Map gehalten, weil ich einfach keine Gegner entdecken wollte. Deshalb habe ich auch ein bisschen gecampt. Und noch ein bisschen mehr. Es war schon das Endgame und nur noch 3 Teams haben gelebt. Auf dem Weg in die Zone habe ich ein paar Gegner überrascht. Deshalb bin ich mit Impulsgranaten ganz schnell weg. Hier habe ich einfach irgendwie versucht abzuhauen, aber die Gegner haben mich gehittet. Deshalb musste ich einfach irgendwelche Wände und Treppen platzieren, damit die mich nicht mehr so schnell entdecken. Ich habe mich dann dazu entschieden, einfach in den Lowground zu gehen und den Berg runter zu rutschen. Unten angekommen habe ich mich erstmal geheilt. Es hatte nur noch ein Duo gelebt und wir wollten zum Loot Drop, um uns noch ein bisschen Kills zu holen und in der Zone zu überleben. Ich bin ehrlich, ich hatte keine Ahnung, wie wir das gewinnen konnten. Hier nochmal meine Statistik, damit ihr sehen könnt, dass ich keinen Gegner gekillt habe oder irgendwie eine Waffe in der Hand hatte. Das war's mit dem Video. Creator Code Luigi_Zockt würde mich sehr freuen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.